Moin und herzlich willkommen zum zweiten Teil vom Heuvlog quasi. Ich habe schon mal eben den Flug hinter den Fendt gebaut, weil ich will ihn mal eben sauber machen und ja die Streichbleche einmal abschmieren, dass sie nicht weiter rosten. Man sieht, der fängt schon langsam an mit Flugrost, das muss ja nicht sein. Unten ist das noch schlimmer. Deswegen glaube ich, mache das einfach so mit dem Wasserschlauch mal eben. Das ist ja nur so ein bisschen sandig, das kriegt man glaube ich gut ab. Und dann fette ich den mal eben ein. Das wollte ich jetzt mal eben schnell machen, dann kann er auch wieder weggestellt werden. Den brauche ich ja wahrscheinlich erst wieder im Herbst oder früher. Ich glaube, da muss man eine neue Dichte rein. Naja. So, den Flug habe ich jetzt eben abtropfen lassen, dass er schön trocken ist. Über die Mittagspause habe ich den eben trocknen lassen. Und normales Fett zum Einstreichen hatte ich leider nicht mehr. Ich habe jetzt hier so einen Versprüher, Vernebler genommen und dann eben mit so, ja, mit Sprühöl halt eben den ganzen Flug einmal eingesprüht. Also, der macht halt nur so Nebel und dann sollte das, glaube ich, genauso klappen. Wenn das alles schön benetzt ist, dürfen die eigentlich auch nicht mehr weiter rosten. Das ist natürlich jetzt auch der Vorteil, dass ich zwei Kompressoren habe. Oh, bleib stehen. Also ich habe einmal da in der Halle einen großen Kompressor und dann habe ich hier in der Diele oben unterm Dach sitzt einen Kompressor, den kann ich hier an- und ausmachen. So ist er jetzt gerade an, hier ist der Hebel, jetzt ist er aus. So, und darüber, über diesen Kompressor habe ich dann einmal hier Luft in der alten Werkstatt. Ich weiß gar nicht, ob ihr die kennt. Die soll auf jeden Fall auch einmal ganz ausgeräumt werden noch. Und ja, eigentlich soll hier alles raus und dann wird hier einfach nur Ersatzteillager reingemacht. Das sieht nämlich doch schon ziemlich wild hier aus. Jedenfalls ist hier ein Druckkessel, da kann ich Luft abnehmen. Licht aus. Dann kann ich... Ach ne, hier war doch gar kein Anschluss. Da kann ich, wie eben gesehen, draußen Luft abnehmen, da wo der Fendt jetzt steht. Und dann geht hier über eine, ja eigentlich Wasserleitung, die geht hier rein, dass ich hier Luft habe. Und dann geht noch eine hier einmal ganz lang, da überweg durch den Schweinestall durch, da noch weiter hinten durch den ganzen Mähdrescherschuppen. Und in der letzten Tür, quasi da hinten, habe ich dann auch noch Druckluft. Also über den ganzen Hof verteilt habe ich Druckluft, was doch schon ziemlich praktisch ist, finde ich. Alles einfach nur mit diesem ja, PVC-Wasserschlauchgedöns, aber das funktioniert echt super. Soweit dazu erstmal, wir können noch mal eben zum Grünland gucken. Wir haben es jetzt 2:30 und ich glaube, ich wende das jetzt noch mal eben. Also die Sonne kommt jetzt schön durch. Ich habe mir auch schon eine kurze Hose jetzt wieder angezogen. Das wird doch so warm jetzt. Ich denke, das kehre ich jetzt noch mal eben einmal durch. Oben drauf ist das schon relativ gut abgetrocknet. Aber weil es halt so eine dicke Masse da drauf ist, ist das unten immer noch ein bisschen feucht. Ja, deswegen kehre ich das noch mal eben einmal durch. So, ein Grund, warum ich jetzt auch schon gemäht habe, das ist ja eigentlich jetzt so quasi die erste Schönwetterphase jetzt in diesem Jahr ist, irgendwie habe ich das so im Gefühl, dass es nicht mehr viel schönes Wetter gibt die nächste Zeit. Deswegen habe ich jetzt lieber riskiert, das alles runter zu mähen und ich habe eben noch auf den Wetterbericht geguckt, der sagt jetzt auch schon für, also ich will Sonntag erpressen, Montag, Dienstag, Mittwoch Regen und immer um die 5 Liter und Mittwoch sogar 17. Ich hoffe mal, dass es gut war, dass ich jetzt gemäht habe. Und dass ich vielleicht ja, nächste Woche dann schon schön Gülle fahren kann, wenn das richtig einrechnet, das wäre ja top. Naja, aber jetzt wollen wir erstmal kehren. So, das Zapfelein. So, die Gänge muss ich gleich mal eben gucken. Auf jeden Fall einen schneller nehmen. So, heute ist Sonntag, heute soll gepresst werden und deswegen machen wir jetzt schon mal eben die Anhänger und alles fertig. Hier ist ja noch das Holz drauf, das schmeißen wir hier erstmal eben beiseite runter.
Den habe ich gerade nochmal eben abgeschmiert alles. Luft nachgeprüft auf den Reifen. Wie gesagt, das schmeiß mir hier jetzt erstmal hin und dann säge ich das nach und nach kaputt. Ich habe es nicht mehr ganz geschafft. Eine Kiste habe ich vorgestern noch voll gemacht. Also hier liegt nicht mehr ganz viel. Nur noch so ein paar Klötze, aber ich fürchte, die passen hier alle nicht mehr rein, auch wenn ich das verteile. Ja, mal gucken. Sonst lege ich die erstmal so weg. So, gestern habe ich leider nichts gefilmt. Christoph hat gestern auch mal gewendet. Also war so viele Fragen. Weil es ist nicht mein Bruder, das ist ein guter Freund von mir. Der hilft ab und zu, oder was heißt ab und zu eigentlich immer. Der ist fast jeden Tag hier. Hat gestern freundlicherweise noch eben zweimal gewendet. Gestern war relativ gutes Wetter. Ja, 25 Grad, sonnig. Und es hört sich auf jeden Fall schon gut an. Wie spät haben wir das überhaupt? 10, halb 11 schätze ich mal. Moment. Na komm. 20 vor 11. Die Sonne ballert auf jeden Fall. Heute soll es 30 Grad werden. Und das hört sich schon relativ gut an. Wir kehren das gleich noch einmal durch und dann heute Nachmittag denke ich noch einmal und dann schwannen wir es zusammen und pressen heute auf jeden Fall. Also ist es Heu geworden. Das müsste eigentlich klappen mit dem Pressen. Ja, den Höhenförderer holen wir da gleich noch raus, aber das filme ich denke ich alles noch. Und dann geht das gleich los. Und es geht jetzt mal eben ans Kehren. Die Anhänger sind fertig. Ich filme da gleich noch mal eben hin. Das hat jetzt schon richtig, richtig gut getrocknet die letzten eineinhalb Stunden. Oben drauf alles richtig knochentrocken. Jetzt schütten wir das noch einmal durch oder wenden oder kreiseln oder ja, wie man dazu sagen möchte. Also das wird auf jeden Fall top Heu. Ich denke mal, dass wir das heute zweimal noch durchkreiseln und dann späten Nachmittag eben zusammen machen und dann pressen. Ja, ich lasse das jetzt mal eben durchkreiseln. Christoph macht das mal eben und dann schneide ich nochmal eben den ersten Vlog, den ersten Teil. Das habe ich gestern nicht ganz geschafft, leider. Deswegen kam es auch nicht am Samstag, sondern heute am Sonntag. Eigentlich wollte ich das ja, wie ich im letzten Vlog gesagt habe, Samstag ein und heute am Sonntag rein. Aber habe ich nicht ganz geschafft. Aber das Wenden dauert ja auch noch ein bisschen. Deswegen mache ich das gleich mal eben fertig, das Schneiden. Eigentlich ist das auch nicht mehr viel. Ich denke, eine halbe Stunde noch hochladen. Viertelstunde, dann ist er auch draußen. Und das riecht echt wirklich schön schon. Also tipptopp. So, zeig die Anhänger nochmal eben und die andere Fläche. Den Miststreuer haben wir den Kratzboden jetzt schon eben rausgenommen und bei beiden die Klappen eben breitgestellt. Hier der erste, Holz liegt da hinten jetzt ja. Der Miststreuer ist breit, der Gummiwagen ist breit und hier hinten hatte ich ja Gitter extra für. Ich denke mal, dass ich mir selber für den Miststreuer auch noch einbaue. Hier sind ja noch so Vorrichtungen, wo man die reinstecken kann. Hier. Dann ist für die nächste Heuernte noch so ein Anhänger da. So, und jetzt nochmal eben rübergehen. Hier ist das etwas blöd, weil hier so viele Bäume drum stehen. Hier kommt die Sonne relativ spät erst hin. Wie man sieht, ist ja noch überall ein bisschen Schatten. Das ist jetzt. Ne. 11:30. Aber auch hier alles trocken. Unten drin ist noch ja bisschen klamm, würde ich sagen. Aber auch nicht sehr viel. Also wird auf jeden Fall top Heu. Die ersten zwei Tage hatte ich ein bisschen Angst, weil das Wetter ja so ein bisschen komisch war. Aber gestern und heute trocknet das wirklich gut. So. Ihr könnt das wahrscheinlich nicht sehen, aber das staubt auch ein bisschen, also genauso wie es sein soll. Drehzahl haben wir jetzt runtergenommen beim Kehren, dass das nicht so bröckelt, das Heu. Dann soll das, denke ich, alles passen und dann machen wir gleich die Presse fertig. Und dann geht es nachher schon ans Pressen. So, wir sehen uns nachher wieder. So, und hier der wichtigste Trecker auf dem ganzen Hof.
Das geht tipptopp. Wir haben den Höhenförder hier jetzt schon mal eben gerade rausgezogen, auch mit dem Rasenmähertrecker. Das ging eigentlich tipptopp mit der Hand, quälte dich so dabei ab. Und so kann man den ganz einfach hier rausziehen. So, das andere Teil haben wir hier schon hingelegt. Deswegen holen wir gerade den Stapler. Das müssen wir mit dem Stapler eben hochmachen, hier ranhalten, alles verschrauben, eben Kette rüberlegen. Ja, und dann ist er auch soweit, dann kann er da in eine Luke rein. Ich zeige gleich mal, wenn er fertig ist. Und weiter geht's im Text. Wir haben jetzt 5 vor 6, immer noch richtig geiles Wetter, knapp 30 Grad. Es hat wirklich gut heute getrocknet, man ölt am ganzen Körper vom Nixtun. Also genau richtiges Heuwetter. Und jetzt kommt das, was ich am Heumachen eigentlich am schönsten finde, das Schwaden. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber das mache ich irgendwie am liebsten. Weil Heu ist eigentlich so gut wie überall trocken, außer auf der anderen Fläche, wo die Bäume sind da jetzt. Also nicht nass, sondern so ein ganz bisschen klamm noch. Ich kann da ja mal eben hingehen. Der IHC fängt jetzt hier an mit dem Schwaden. Ich fange mit dem Fendt an, auf der anderen Fläche zu schwaden mit dem neuen Schwader, weil der in der 3-Punkt ist. Das ist auf der kleinen Fläche schöner, weil man dann ja ausheben kann. Und da kommen richtig gute Schwaden raus. Hat die Velga-Presse auf jeden Fall gut was zu fressen. Und das kleine Problemstückchen ist da unter den Bäumen, weil da spät immer erst die Sonne hinkommt und das Gras auch da so dick stand. Eine Runde habe ich hier schon mal eben gedreht, aber auch hier vorne alles auf jeden Fall trocken. Deswegen haben wir das jetzt auch schon in Schwatt gelegt, damit das jetzt noch mal ein bisschen durchlüften kann, dass der Wind dann schön durchpfeift. Immer so ein schönes Lüftchen dabei, also eigentlich top. So was wie hier, also es ist nicht nass oder so, aber noch nicht hundertprozentig. Ich hoffe jetzt, das trocknet noch ein bisschen, deswegen pressen wir das Stück hier auch zum Schluss. Bodenfeuchte kommt, denke ich, heute mal gar nicht oder sehr spät, weil das wirklich so warm war. Und dann sollte das wohl ein guter erster Schnitt werden. Ja, ich nehme euch gleich nochmal wieder immer mit. Und dann ist das schon bald zu Ende wieder, erster Schnitt. Freut man sich auf den zweiten. So, ich fahre jetzt im ersten Straßengang. Ich bin eben auch schon im zweiten gefahren. Wenn das nicht zu dick ist, dann geht das. Aber hier ist das halt schon ziemlich dick, deswegen
Erster Gang. So, auf Schwimmstellung. Einstellung ist genau wie beim Wender über Oberlenker. Auch schön viel Luft lassen. Also nicht zu viel, aber dass er alles mitkriegt. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. So. Hier können wir schon fast wieder ein bisschen höher. Und nur mache ich das mal eben mit dem Unterlenker, wenn das zu viel ist. So. Dann soll ja keine Bodenbearbeitung werden, ne? So, ein bisschen Gas dazu. Ja. Jetzt kann ich wieder in Schwimmstellung gehen, da war nur so ein kleiner Hügel. Ich kann nachher auch noch mal eben das Kopfband eigentlich umlegen, das habe ich jetzt wieder mit. Dann geht das auch noch ein bisschen besser. Also wirklich. Ja, dieser Geruch ist eigentlich das Geilste, finde ich. Das schockt richtig. So, der IHC braucht mal eben eine kleine Tankpause. Der hat irgendwie mächtig Durst im Moment. Ja, auch hier eben einmal rumgefahren, das zweite Mal jetzt. Und jetzt fahre ich noch einmal hinterher, dass wir das Schwad quasi noch einmal weiter dahin legen, weil der eine oder der Wender ist ja gezogen, dass wir das Vorgewende schöner wegkriegen. Aber ansonsten auch hier die Schwaden richtig top. So macht das Heu machen Spaß. Auch alles trocken. Alles. Wunderbärchen. Und das war das letzte Schwad. Ja, so müssen Schwaden aussehen, finde ich. Und dieses Bild, ich finde das einfach herrlich. Die Schwaden überall schön liegen. Einfach top. So, letzter Angriff. Na ja, gut, ja, vorletzter. Noch eben wegpacken. So, wir machen eben die Rutsche hier ran. Ersten Anhänger ran. Und los.
So, und ab geht's ans Pressen. Wir hatten jetzt eben nur so ein, ja, was heißt Fehler, aber wenn die Rutsche voll wird hinten, dann geht die Ackerschiene hoch, weil das ja nur eine einfachwirkende ist. Und durch den Hebel kommt die hinten hoch und ja, hätten wir fast die Zapfwelle verbogen, das will ich natürlich auf keinen Fall. Ist noch alles heile, aber deswegen mussten wir hier erstmal zwei Kanister raufschnallen, dass die jetzt unten bleibt. Habt ihr auch irgendwie so ein Problem oder warum ist das bei mir nur so? So, und zu den Ballen. Der erste Ballen war auf, aber bis jetzt sieht es sehr gut aus. Ich würde den sogar noch einen Tick länger stellen, die Ballen, glaube ich. Ich muss gleich mal eben einen anfassen, aber ansonsten sehen die ganz gut aus. Heu ist schön trocken, alles top. Und der Ballenzähler hat bis jetzt 8 Ballen, minus einen, der auf war, also 7. Oh, ich brech ab, ey. Gerade eben die erste Bahn rumgenommen, Vorgewende schon fast weg. So, wollten wir nächste Reihe anfangen. Jetzt ist die Kette gerissen hier von der Pickup. Ich weiß nicht warum, aber die sitzt hier ganz oben drum. Wir haben noch eine andere Kette vom Optimat. Die ist nur ein bisschen zu lang. Wir versuchen gerade, die schnell zu kürzen. Und Plan B wäre, wenn wir das jetzt schnell nicht hinkriegen, die Niederdruckpresse eben nehmen. Und ich mache jetzt eben den Fan mit dem Ladewagen fertig. Und lade schon mal eben ein paar Schwaden auf, dass die zumindest weg sind. Und unter Dach und Fach. Ja, jetzt ist doch noch ein bisschen Stress. Also noch ist das Wetter alles top, auch noch keine Bodenfeuchtigkeit. Deswegen hoffe ich, ich kriege das jetzt schnell weg. Ladewagen läuft, dann sammle ich jetzt auch ein kleines Stück des Vorgewendet zumindest schon mal eben weg. Oh, ich habe das Gefühl, ich breche gleich zusammen. Warum muss sowas jetzt passieren? Kann das nicht auf den letzten Schwaden passieren und nicht auf den ersten? Naja, ich habe jetzt den Ladewagen hinter. Jetzt drücken wir das alles hier erstmal in die Diele mit rein. Schieben das ein bisschen auf. Also noch geht's von der Trockenheit her. Das ist jetzt 20 vor 10 abends. Ich habe jetzt noch jemandem Bescheid gesagt, der kommt jetzt mit seiner kleinen Presse noch eben schnell her. Schnell. Das dauert auch ein bisschen. Und mal gucken, entweder pressen wir das jetzt eben schon noch auf, wenn das geht von der Trockenheit, oder morgen, dann fahre ich das hier alles in den Hallen, wo ich das mit dem Ladewagen reindrücken kann. Ach so, und jetzt der Ladewagen natürlich auch noch, ja, nicht richtig kaputt gegangen, aber ich zeige das mir eben schnell. Ja. Jedenfalls an der Seite ist ein Hebel, damit man die Klappe aufmachen kann, der ist jetzt gerade abgerissen. Wie das immer ist, wenn man es am wenigsten gebrauchen kann, kommt alles. Naja, ich muss mal eben schnell weitermachen, ich habe gerade irgendwie reell Stress. Oh Mann, ey. So, nächsten Tag, wir haben es 20 vor 8 jetzt und nachdem ich gestern einen halben Hitzeschlag hatte, geht's heute weiter. Ja, den Ballenwagen habe ich jetzt erstmal abgedeckt, denn es fängt jetzt langsam an zu tröpfeln. Ich habe jetzt den Lohnunternehmer Bescheid gesagt, der ist schon gerade am Pressen. Und ja, einen halben Hektar habe ich hier zum Glück trocken liegen. Da bin ich schon mal sehr froh drum und den restlichen Hektar lasse ich jetzt eben einwickeln. Lass die auf. Lass sie auf 1,30 pressen, dann 8 Lagen gewickelt. Also es ist noch nicht nass, das Heu, überhaupt nicht. Doch eigentlich relativ trocken, es fängt gerade so ein bisschen an zu tröpfeln.
Also noch alles gut, denke ich. Ja, es tröpfelt noch so ganz eben. Da hinten wird es auch schon wieder heller. Da sieht man auf dem Handy nicht so, aber in Wirklichkeit sieht das anders aus. Aber ist wirklich sehr, sehr ärgerlich. Das hätte so schönes Heu werden können. Das war richtig geiles Heu. Ja, nur weil die blöde Presse jetzt leider nicht wollte. Naja, so ist das manchmal. Kann man nichts drüber sagen und sich nicht aufregen. Das ist jetzt so. Eben zeigen, dass die kleine Fläche liegen noch zwei halbe Schwaden. Das ist der Rest, den ich mit dem Ladewagen nicht weggekriegt habe. Kann ich auch nochmal eben fühlen. Also im Grunde ist es trocken, hört man vielleicht. Aber oben drauf ist so eine ganz kleine Schicht, die nass ist. Und ich hätte es auch gerne eigentlich noch einmal umgeschwadet, dass es auf den trockenen Boden kommt, nicht wo unten noch die Feuchtigkeit drin ist. Aber da war jetzt leider keine Zeit mehr für. So, wir haben den gleichen Tag und auf einmal ganz anderes Wetter. Ich weiß nicht, ich drehe langsam echt durch. Aber jetzt lohnt sich das auch nicht mehr, sich aufzuregen. Ich habe mich jetzt eben noch eine Stunde hingelegt, die war von gestern Abend noch so platt. Und jetzt geht es langsam weiter. So, jedenfalls habe ich hier ja noch den halben Hektar Heu liegen. Der ist ja auch alles trocken, ein Glück. Das kommt jetzt einmal durch die kleine Presse. Ich muss mal sehen, entweder hole ich das mit dem Frontlader hier raus. Denke ich mal, das ist das Einfachste. Und dann einmal durch die Presse mit der Hand, nützt ja nichts, oder so, auf dem Feld eben ausbreiten, mit der Presse rüber. Ja, den Ladewagen eben wieder fertig machen. Jetzt habe ich auch ein bisschen mehr Zeit, das zu zeigen. Und zwar ist hier wieder eine Leiste rumgerutscht, sieht man jetzt, die hängt ja so, ist ein bisschen durchgebogen, die kann ich aber wieder ohne Probleme zurückdrücken. Muss ich gleich mal gucken, ob ich das alleine hinbekomme. Ja, dann kann der schon wieder raus. Ja, ich habe die Presse jetzt angerufen. Gestern hieß es, soll, ich glaube, ein Liter regnet oder so. Und das relativ spät abends, 17 Uhr, habe ich gedacht, oh, kein Problem. Schaffe ich ja noch alles wegzupressen, kann das gut trocknen. So, heute Morgen vor der Arbeit gucke ich aufs Handy. Ne, 25 Liter soll das auch mal regnen. Starke Gewitter. Ja, ich bin gerade auf der Arbeit gewesen, da sah man schon alles. Das kommt hier blau her und fing auch leicht an zu tröpfeln. Nein, ich bin zum Glück in der schönen Lage, dass ich immer sehr spontan und schnell frei bekomme. Dann bin ich von der Arbeit da wieder gleich abgehauen. Er hat Lohnunternehmen Bescheid gesagt, dass er hier kommt. Der war auch nach 5 Minuten gleich da. Das ging wirklich super schnell. Hat das eben schnell aufgepresst. Ich habe ihm gesagt, was er machen soll. Habe ich ja eben schon erzählt, wie groß die jetzt sind. Ja, und dann haben wir das eben schnell aufgepresst. Und dann kam auch Regen, also der einen Liter, ich habe noch gar nicht geguckt. Und dann um 11 rum oder so auch noch mal Regen. Eben gucken, wie viel da drin ist. Also es ist auf jeden Fall was runtergekommen. Aber jetzt gucke ich wieder aufs Wetterradar. Jetzt soll das nur noch 2 Liter, glaube ich, regnen. Und jetzt so Bombenwetter wieder. Ja, das wäre jetzt alles wieder trocken gewesen. Hätte ich jetzt einmal noch auf andere Seite drehen können mit dem Schwader und dann doch kleine Ballen machen. Aber ist dann so, dann kann man sich nicht drüber aufregen. Ja, ist auch ein Liter, also 2 Liter sind jetzt bis jetzt runtergekommen. Und ja, das wäre echt nicht die Welt gewesen. Kann man nichts dran machen, so ist das manchmal in der Landwirtschaft. Aber ich bin jetzt froh, dass mein Heu zumindest drin ist. Das ging ja so natürlich auch schneller. Ich hätte jetzt auch im Moment keinen zum Packen gehabt. Aber einen halben Hektar mache ich ja jetzt noch in kleine Ballen. Und dann hoffe ich, dass ich die loswerde, hier die großen. Aber eigentlich denke ich das wohl. Achso, ich kann die Presse jetzt noch mal eben zeigen, die ich noch schnell bekommen habe. Also hier steht links ja meine AP12. Da ist hier die Kette gerissen. Jetzt kann ich das noch mal alles in Ruhe zeigen. Hier geht eine Kette unter lang, die treibt die Pickup mit an. Und die ist leider abgerissen. Wie das passieren kann, weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, ob die ja schon einen kleinen Schlag weg hatte. Jedenfalls hier steht die andere. Ich weiß gerade gar nicht, was das für eine ist, eine AP41 oder so. Macht auf jeden Fall etwas kleinere Bunde als die AP12, glaube ich. Und der Ballenanhänger, den habe ich da jetzt noch eben schnell halbwegs untergefahren, Plane rübergepackt. Da kamen nämlich ein paar Tropfen raus. Ja, der Wagen kann jetzt auf jeden Fall hier wieder her und dann denke ich, stecke ich die mal eben schnell in den Höhenförderer, die paar, die da drauf sind. Der Ballenzähler hatte bis jetzt 46 Ballen angezeigt, minus 6 ungefähr, die kaputt waren. Also knappe 40 Ballen sind jetzt nur von einmal rumfahren gekommen. Das ist doch schon ziemlich gut, finde ich. Ja, dann können wir jetzt mal eben auf den Boden gucken, wie das da aussieht. Die sollen da nämlich jetzt ja alle rauf.
Ist irgendwie nicht so wie geplant gelaufen, aber wie gesagt, kann man nichts dran machen. Ja, ein paar Paletten stehen hier jetzt ja schon. Ich denke mal, dass ich den jetzt gleich schon mal anschmeißen werde, den Höhenförderer, und die paar Ballen hier schon hinstapel. Und dann habe ich gedacht, kann ich die anderen Ballen gleich in den Höhenförderer reinpressen, von der Presse in den Höhenförderer, und den Ladewagen davor stellen vor der Presse und das da einfach reinschieben. Müsste ja eigentlich auch gehen. Das mache ich, denke ich, gleich mal eben. Ich muss mal sehen, ob das in den Vlog kommt oder in den nächsten, weil der ist jetzt ja auch schon ziemlich lang. Aber das werdet ihr ja wohl gewahr. Ja, ein paar Ballen hat es natürlich auch noch gegeben, die vom Vorgewende. Die schmeiße ich jetzt mal eben schnell in den Höhenförderer rein, damit ihr auch noch was zu sehen habt. Ich bräuchte nochmal eure Hilfe. Also ich bin jetzt gerade hier am Stapeln und die meisten kommen eigentlich ganz gut an. Nur, wie ihr seht, hier sind ein paar auseinandergeplatzt. Wie kann das sein? Also manche, da ziehen die Bänder an den Seiten dran vorbei. Also hier laufen ja die Bänder und dann, weiß ich, ob das zu weit an der Seite ist, das zieht dann einfach raus. Kann man das mal irgendwie einstellen? Und bei ein oder zwei habe ich jetzt gesehen, da sind die Knoten, glaube ich, auch gegangen. So wie hier, da ist das Band ja noch, also ein langes Stück, nicht dass es rausgezogen ist an der Seite. Da muss der Knoten irgendwie aufgegangen sein. Kann man das auch noch irgendwie machen? Oder liegt das irgendwie da dran, weil die zu hoch hier runterfallen? Dass das besser wird, wenn hier ein paar Schichten drauf sind, dass sie nicht so hart aufkommen. Können ja der eine oder andere vielleicht mal schreiben, der sich damit auskennt. So, ich habe mir die Presse jetzt nochmal ein bisschen genauer angeguckt. Ich hätte zwei Sachen, die eventuell dazu geführt haben könnten. Erstmal dieses ganze Knäuel, das lag hier nämlich, hat sich hier unter mit verdreht. Wahrscheinlich, weil die Schwaden hier so mega dick sind. Moment, ich pack mich da mal eben unter. Das hat sich hier alles umgewickelt um das Zahnrad. Man sieht es hier noch ein bisschen da. Da hing die ganze Wurst dran. Und die hing wirklich bis hier irgendwie, bis zum Rad fast. Ich weiß nicht, ob das davon gekommen ist. Ich weiß noch nicht genau, wie die Kette jetzt läuft. Also die kommt auf jeden Fall von da. Und da ist schon der zweite Fehler. Diese Zähne, die sind ziemlich abgenutzt. Ich weiß jetzt nicht, ob das vorher schon so war oder ob das jetzt erst gekommen ist, als die Kette gerissen ist. Jedenfalls, da sind sogar eins, zwei abgebrochen, wie ich das sehe. Aber wie ich das fühle, nur auf der einen Seite. Oben sind die noch alle. Kann natürlich sein, dass es da passiert ist. Ich weiß nicht, kann man so ein Rad noch gut wiederkriegen? Wie ich das sehe, ist das ja das ganze große Zahnrad da oder ist das nur darauf gesteckt? Das kann ich jetzt gar nicht sagen. Jedenfalls läuft die dann ja von da über dieses Rad hier wahrscheinlich rüber. Ich weiß gar nicht, wie lang die jetzt war. Ob die hier immer nur in der Runde läuft oder bis da ganz hinten muss. Das muss ich nochmal nachgucken. Ja, mehr weiß ich auch nicht im Moment. Mal gucken. Und das Wetter ist irgendwie ganz komisch. Für mein Gewissen hätte ich das ja lieber, wenn das jetzt volle Pulle anfängt zu schütten. Aber es kann sich irgendwie noch nicht so entscheiden. Es ist schwül warm und dann kommt manchmal richtig kalte Luft und zieht zu. Ja, irgendwie ganz komisch. Aber wie gesagt, ich kann es jetzt nicht mehr ändern. Ist jetzt alles unter Dach und Fach. Und dann ist auch gut. Und die Sache mit der Ackerschiene, dass sie immer hochkommen, das habe ich jetzt auch noch anders gelöst. Die Wasserbehalter, das hat mir nicht gefallen. Die sind auch immer wieder runtergefallen. Und zwar hatte ich jetzt einen Spanngurt einfach einmal hier über den Hub, also hier, das Teil geht ja hoch, wenn ich die Hydraulik anhebe. Dann habe ich hier einen Gurt rum gemacht und unten befestigt, wo der Stahl ist, und den zusammengezogen, dass sie halt nicht mehr hoch kann. Das hat auf jeden Fall sehr gut funktioniert. So werde ich das dann in Zukunft jetzt auch immer machen, denke ich. Das hat gut funktioniert. So, ich schwitze jetzt noch ein bisschen weiter und packe das Heu weg. Überlege mir, was ich mit dem Heu mache, aber einen kleinen Plan habe ich schon. Ladewagen eben wieder reparieren. Ja, und dann geht's weiter. Mal gucken, dann komme ich hoffentlich auch durch dieses kleine Tief durch. Vielen Dank fürs Zusehen auf jeden Fall. Guck gerne nächste Woche wieder dabei.
rein und guckt gerne mal bei Instagram vorbei. Und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!